Okay, vielleicht eher guten Abend. Ja, verrückter Tag. Wir haben Samstag. Ich dachte den ganzen Tag schon irgendwie, es wäre Sonntag, aber wir haben tatsächlich Samstag. Und ja, besser spät als nie. Machen wir das einfach mal jetzt, dass ich euch ein bisschen was erzähle, sonst verpenne ich das wieder wie gestern. Weil auch solche Tage gehören dazu. Ihr dürft auch mal hier den Ausblick genießen. Die Sonne ist schon weg. Und ja, heute ist nicht mein Tag. Gestern Abend war auch schon nicht mein Tag. Es ist, wie es ist. Ja, im Moment habe ich einfach auch gar keinen Bock mehr. Und hätte lieber Bock, nach Hause zu gehen. Mit Papa, Arne und Mitra auf der Terrasse zu sitzen und Streuselkuchen mit Quittengelee zu essen. Die Fotos sahen nämlich sehr, sehr toll aus. Und ja, wir haben heute versucht, nochmal an Land zu kommen. Das hat nicht funktioniert. Wir waren zum Meeting drüben auf einem anderen Boot. Wir sind heute Morgen nochmal weiter weg vom Land, weil es so windig sein werden sollte, damit wir nicht irgendwie gegen das Land gedrückt werden. Als Vorsichtsmaßnahme. War ganz gut so wahrscheinlich. Oh meine Güte, ich krieg gleich einen nassen Popo, wenn ich hier sitzen bleibe. Manchmal kommen hier so richtige Attacken, dass das Wasser überall hinspritzt. Ja, auf jeden Fall sind wir dann erst drüber und haben erst gemietet. Und dann haben wir auch über die Show gestern gesprochen und oder ihr habt mehr von dem Licht. Mir ist es gerade relativ egal. Na, auf jeden Fall haben wir erst gemietet, dann haben wir gegessen, dann sind wir wieder rüber, weil wir noch ein bisschen Freizeit hatten. Ich habe ein bisschen Krams gemacht, ein bisschen getüddelt und dann hatte ich auch irgendwann eigentlich gar keinen Bock mehr, um dann zu gehen. Und dann kam aber doch die Zeit, wo es dann hieß, okay, jetzt geht's los. Beziehungsweise denn die beiden von meinem Boot, die hatten gar keine Lust und ich dann gesagt, okay, dann mache ich halt los. Und dann habe ich noch überlegt, ob ich mein Psyr mitnehme, weil ich dann Lust hätte, mit dem Psyr auch Show zu spielen. Habe ich das dann alles hier auf unserer Flopcorn geladen. Und das war aber in dem Moment so windig und so wellig, dass ich alleine gar nicht an Land gekommen wäre. Ich habe gerudert und bin eigentlich eher nur weiter nach hinten getrieben, als nach vorne zu kommen. Dann sind Emma und Mariano hier rüber gekommen. Wir haben alle alles ins Opti geladen, also ins Ding von Felix. Und Emma ist dann geschwommen oder wollte schwimmen und wir sind dann mit den Backpacks und dem Sür auf dem Opti los. Und wir waren nach 5 Metern klatschnass, auch das Sür umgedreht und haben uns einen Wecker gestellt auf 45 Minuten. Das Wetter wurde nicht besser und dementsprechend sind wir hier geblieben. Beziehungsweise die beiden sind wieder drüben. Die haben die Show für Donnerstag geplant. Wir haben auch Donnerstag noch eine Show in Las Palmas in der Nähe. Ich hoffe, das wird ganz cool. Morgen gehen wir die Cirque du Soleil Show anschauen. Sabrina hat uns Tickets besorgt. Und dann schauen wir mal, was Patrick und Flo da so veranstalten. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich am Dienstag hier abhauen. Weil so pralle ist es nicht. Vielleicht gehe ich morgen früh mal zu Sabrina und Patrick und Levi zum Frühstück. Das ist 5 Kilometer entfernt. Muss ich wahrscheinlich dann an Land schwimmen und dann irgendwie, ja, gucken, wie ich klarkomme. Oder ich gehe mit Abby joggen, mal schauen, gucken wir mal. Oder wir joggen da zusammen hin und sie joggt wieder zurück. Muss man mit ihr quatschen. Ja. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Krams gemacht, habe das hier einfach wieder sauber gemacht und getrocknet, Frischwasser sauber gemacht. Wir haben im Moment kein Gas, das heißt, wir können nicht kochen und hier auch im Hafen gibt es kein Gas und das wäre alles viel zu weit weg und wir haben auch kein Essen mehr so richtig und das ist alles ziemlich frustrierend gerade. Ich habe auch gerade keinen Bock mehr. Ja, ich habe gerade Heimweh. Naja, ich habe immer noch keinen Vertrag unterschrieben. Ja, dann habe ich jetzt gerade viel auf der Kabine verbracht und System gemacht, um ein bisschen was von meinem Kram auch unter meinen Schrank zu hängen, dass ich da noch ein bisschen was Stauraum nutzen kann. Das war ganz gut, da bin ich sehr stolz auf mich. Yay! Die ganzen Bilder fallen ab, das ist total blöd wegen dem Salzwasser, also wegen der salzigen Luft ist alles so ein bisschen bappig und es hält nicht wirklich, das ist ziemlich schade.
muss ich nochmal gucken, wie ich das besser mache. Und ansonsten bin ich dabei, Musik zu hören und einfach mal meinen Kram zu ordnen. Und ich brauche das auch gerade. Schön erstmal eine Runde heulen und ordnen und sortieren. Das war ganz gut. Und ja. Jetzt wurde ich gerade aus meiner Kabine quasi ein bisschen verscheucht, weil wir Utensilien brauchten, Konserven, und die leben unter meinem Bett. Und da habe ich gesehen, dass hier gerade die Sonne untergeht und dass ich mich noch nicht gemeldet habe. Und ja, morgen ist der 50. Tag, morgen mache ich das noch und danach gibt es nur noch High- und Low-Lights in Kompaktversion. Ich weiß nicht, wie viele Tage auf einmal. Schon ganz schön dunkel das Wasser. Mal hier den Ausblick. So, und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ahoi. Schlaft gut. Später. Dauert noch eine Weile wahrscheinlich. Ja. Und wenn ihr irgendwas Liebes sagen wollt, tut das gerne in den Kommentaren. Ich freue mich darauf.